Herzlich willkommen, liebe Freunde des gesunden Menschenverstandes. Wir machen heute weiter mit einem sehr, sehr interessanten Gast, und zwar Professor Dr. Jörg Guido Hülsmann. Wir schalten nach Frankreich und freuen uns auf ein tolles Gespräch, werden so ein wenig über den Lebensweg von Herrn Hülsmann sprechen und dann natürlich auch als Biograf von Ludwig von Mises werden wir heute auch schwerpunktmäßig über eben diesen Ludwig von Mises sprechen. So ein bisschen anknüpfend an meine Reihe zur Einführung in die österreichische Schule. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Schöne Grüße nach Angers. Dankeschön. Schöne Grüße zurück nach Ja, Sie ins sind Münsterland. so ist es. Sie sind Ökonomieprofessor und haben, wenn ich das richtig gesehen habe, auch Philosophie studiert und irgendwann entdeckt, dass Ihre Leidenschaft die österreichische Schule ist. Wie kann man Ihren Lebensweg kurz auf den Punkt bringen und wie kamen Sie zur österreichischen Schule? Was begeistert Sie besonders? Ich hatte in der Tat mit Wirtschaftsingenieurwesen angefangen, aber dann nach kurzer Zeit schon festgestellt, dass mich die Volkswirtschaftslehre am meisten interessiert. Um das Nervenkostüm meines Vaters zu schonen, habe ich dann doch Wirtschaftsingenieurwesen zu Ende studiert. Man weiß ja auch nicht, wie das dann immer weitergeht mit der Forschung. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, im Hauptstudium auch gleichzeitig Philosophie zu studieren. Ich war immer noch nicht so richtig ausgelastet und ich war auch Austauschstudent mit einer Partnerinstitution in Frankreich, der Business School in Toulouse. Gibt es heute auch immer noch, die heißt Toulouse Business School, heißt sie heute auf Englisch. Und dort in Toulouse hatte ich einen Professor, der mich mit den Österreichern in Verbindung gebracht habe. Also ich habe wirklich die österreichische Ökonomie eigentlich erst in Frankreich kennengelernt. In Deutschland hatte ich mal von Mises und Hayek gehört, in Fußnoten meines geschätzten Universitätslehrers, das war Hans-Hermann Lechner, der war Professor für Geld- und Außenwirtschaftslehre an der TU Berlin. Aber der hat darüber nicht viel gesprochen. Also das war für ihn ein Kapitel oder eine Nebenlinie der Volkswirtschaftslehre, war jetzt nicht in die Sache nicht so wert, da näher darauf einzugehen. Aber er selber war auch Schüler von Alfred Weber, das ist einer, Adolf Weber, einer der Ökonomen, den Mises am meisten geschätzt hat im deutschsprachigen Raum. Also von dem er manchmal sogar sagt, dass er derjenige gewesen ist, der ihm am nächsten gestanden hat. Also ich war in guten Händen. Aber mein akademischer Lehrer hat nicht viel darüber gesprochen in Deutschland. Dann kam ich nach Frankreich und hatte mich eingeschrieben in ein Modul, wo man eigene Studienarbeit schreiben musste. Und wir saßen also zusammen und hatten da verschiedene methodologische Fächer. Da ging es dann darum, Epistemologie, Methodenlehre, qualitative, quantitative Methoden. Dann haben wir ein bisschen Soziologie gemacht, Anthropologie, alles, was man so ein bisschen als Allgemeinwissen im Bereich der Sozialwissenschaften braucht, damit man nicht nur mit den Wirtschaftswissenschaften dumm wird und dumm bleibt. Naja, und in dem Zusammenhang mussten wir dann unsere eigenen Forschungsprojekte ausarbeiten. Und ich hatte mir vorgenommen, etwas zu machen im Vergleich zwischen den Ordoliberalen aus Freiburg und einer französischen Denkschule, die hieß oder die heißt immer noch École de la Régulation. Das sind Neomarxisten. Okay, das war so ein sportliches Projekt. Und die Art und Weise, wie ich mir das anfangs vorgestellt habe, war meinem Professor vor Ort nicht ganz klar. Und er fragte mich dann rundheraus oder sagte zu mir: Ich verstehe überhaupt nicht, was Sie hier überhaupt machen wollen. Wollen Sie, welche Art von Ökonomie wollen Sie machen? So wie Sombart oder wie Mises? Und da bin ich zum ersten Mal also mit dieser Frage konfrontiert worden. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Zeile von Sombart gelesen, also vielleicht keine Zeile, aber auf jeden Fall keine Seite und auch kein Kapitel und auch noch keine Seite und kein Kapitel aus Mises. Ich wusste nur so ungefähr, was das war. Und ich war völlig verdutzt von der Frage, weil sie mir auch vor Augen führte, wie unkultiviert ich ja als Vertreter der deutschsprachigen Wirtschaftswissenschaft überhaupt jetzt war in Frankreich. Da hatte ich gesagt, ich weiß es nicht so richtig, ich nehme an, eher Mises. Weil ich wusste, dass Mises ein liberaler Ökonom war. Das war das Bauchgefühl und dann sind sie hineingefallen in die Ja, genau. in diese Grube sozusagen oder Ja, in den richtig, genau. Kaninchenbau. Ja, richtig. Ganz genau so war das. Das fing aber nicht sofort an. Ich habe also dann in der Tat in den nächsten 3 Monaten für meine Studienarbeit habe ich ganz brav die Österreicher, also die Freiburger, vor allen Dingen Eucken, gründlich studiert und auch ein bisschen Hayek in dem Zusammenhang gelesen. Denn Hayek war von 1962 bis 68 auch Professor in Freiburg im Breisgau und dann halt eben auch entsprechend viel Zeit mit den Franzosen. Da vor allen Dingen musste ich halt eben viel, viel lesen, die waren mir unbekannter. Ja. Und im Herbst des gleichen Jahres bot sich also dann tatsächlich Gelegenheit, doch mal ein bisschen mehr von Mises zu lesen, denn ich musste noch meine Diplomarbeit an der TU Berlin schreiben. Und da fing ich also an,
Mises zu lesen und ich, das war also Human Action kam in die Hände und ich, meine Diplomarbeit ging um das Problem der Macht. Wie wird Macht theoretisiert in der Volkswirtschaftslehre und welche Probleme gibt es dabei und so weiter. So, und da las ich halt eben auch wieder ein paar Österreicher, vor allen Dingen Wieser, aber eben auch Mises. Und mir ist bei der Lektüre von Mises, war mir dann aufgefallen, dass er derjenige war, der die Sache am tiefsten dargestellt. Also es war ganz offensichtlich, dass es ein großer Geist war, der hier mit wenigen Worten sehr, sehr viel und sehr tiefe Sachen zu diesem Thema sagen konnte. Also, aha, okay, das ist also sehr interessant. Und das war ja auch wieder so Diplomarbeiten, halt letztens 3, 4 Monate. Nicht? Das muss ja alles zack, zack gehen und dann kann man halt sich, aber kann man nicht Human Action studieren. Aber dann kam direkt hinterher meine Doktorarbeit. Das fing dann, also das Promotionsstudium fing dann an im Herbst 92. Und da habe ich mir gesagt, okay, im Anschluss an Hayek sollte es also um Währungskonkurrenz gehen. Ja. Und da habe ich mir gesagt, na gut, dann lesen wir doch jetzt mal ganz am Anfang, hinterher wirst du ja keine mehr Zeit mehr von solchen Sachen haben, aber jetzt am Anfang hast du vielleicht noch ein bisschen Zeit. Lies doch einfach mal den alten Mises. Der hat ja 1912 diese Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel geschrieben. Und dann kannst du halt auch besser ermessen, wie groß der Erkenntnisfortschritt in den letzten 80 Jahren war. Dann knüpfen wir also dieses Buch vor über die Weihnachtsferien 92 und zu meinem großen Erstaunen stelle ich fest, dass das das beste Buch ist über Geld und Bankwesen, das ich je in den Händen gehabt habe. Viel klarer, viel systematischer eben als alles andere, was auch bei uns damals kursiv war. Heute ist es ja in gewisser Hinsicht nur schlimmer geworden. Es gibt zwar auf der einen Seite in technischer Hinsicht sind wir natürlich viel muskulöser geworden, nicht? Der ganze ökonometrische Apparat, Statistiken, was weiß ich. Die Statistiken sind zahlreicher gewesen, das Datenmaterial hat sich alles verbessert, aber wirklich die theoretische Durchdringung des Stoffes ist schwächer geworden, weil auch heute die meisten Ökonomen ja überhaupt keine Ökonomie-Ausbildung mehr bekommen. Die werden ja eigentlich nur zum Statistiker bzw. Ökonometriker abgerichtet, muss man ja geradezu sagen, Die nicht? sollen das bestätigen, was gewünscht ist. Um So. mal ein bisschen populistisch auf den Punkt zu bringen. Ja. Da lese ich also den alten Meister und wirklich, da bin ich also mit einem Schlag Misesianer geworden. Da habe ich gesagt, Mann, das ist ja toll. Du hast ja ein unerhörtes Glück, denn der ist ja völlig vernachlässigt worden, jetzt 80 Jahre lang, den ist völlig übersehen worden. Das ist ja da für dich die offene Bahn. Du musst ja einfach nur durch das breite Tor streiten, einfach nur auf der Grundlage von Mises jetzt dieses Thema da behandeln. Zack, hast du da schon einen ganz wichtigen Beitrag und du hast eine tolle Karriere vor dir. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Es war allerdings völlig falsch. Nee, dass der Grund, aus dem Mises vernachlässigt worden ist, ist ja nicht, weil die Leute damals nicht verstanden hatten, dass es ein großer Geist ist. Das hatten sie sehr wohl verstanden. Sie haben es aber nicht gemocht, was er ihnen erzählt hat. Sie haben es nicht, seine politischen Schlussfolgerungen nicht gemocht, dieser extreme Liberalismus, den sie an ihm bemängelt haben, zu dem er ja aber gekommen ist durch das Studium der Nationalökonomie, nicht durch das Studium der Volkswirtschaftslehre. Mises fing ja überhaupt nicht so an. Der war überhaupt kein Liberaler, als er da zur Universität Wien ging und damit Karl Menger studierte. Das war ein Interventionist wie alle anderen auch. Der hat da bloß einfach sehr viel Rückgrat und sehr viel Ehrlichkeit mit sich selber. Und der hat sich von den richtigen Ideen leiten lassen, als er sie dahin geführt, wo sie ihn hingeführt haben. Also wirklich sehr bewundernswerte Eigenschaften. Das habe ich natürlich in dem Moment, 1992, habe ich das nicht gewusst, nicht richtig verstanden. Aber das war der Grund, aus dem er vernachlässigt worden ist. Nicht einmal die politischen Schlussfolgerungen, zu denen er gelangte. Und das andere sind die methodologischen Schlussfolgerungen. Da hat er natürlich von Karl Menger geerbt. Karl Menger hat sich immer gegen die Mathematisierung des ökonomischen Denkens gewehrt, weil er verstanden hatte, dass das an der Sache vorbeigeht. Nicht? Man hat halt eben im Bereich der Sozialwissenschaften, im Bereich des menschlichen Lebens, haben wir diese quantitativen Konstanten. Nicht, die wir im Bereich seelenloser Objekte haben, selbst im Bereich der Tierwelt. Nicht? Im Bereich der Tierwelt ist es weniger rigider, als wenn wir mit Mineralien zu tun haben, aber im Großen und Ganzen haben wir auch da konstante Aufeinanderfolgen von Ursachen und Wirkungen, die wir halt da so nachvollziehen können. Quantitativ. Und das gibt es einfach im menschlichen Leben nicht, nicht. Sondern bei uns ist es halt eben so, dass immer verschiedene Faktoren abgewogen werden, dass der relative Einfluss jedes Faktors sich wandelt im Zeitverlauf und dass der auch anders ist von einem Individuum zum anderen. Und aufgrund dessen gibt es keine quantitativen Konstanten, nicht? Und deshalb lohnt sich das von vornherein. Das ist reine Spielerei, wenn man dann, man kann ja ein bisschen Mathematik machen,
Aber das ist ja dann, dient ja nur zur Veranschaulichung irgendwelcher Zusammenhänge, die man aufgrund des gesunden Menschenverstandes oder aufgrund dessen, was Mises die praxeologische Analyse nannte, verstanden hat. Nicht? Das kommt also immer erst hinterher, so ein schmückendes Beiwerk, pädagogische Hilfsmittel. Ja, also wenn ich da kurz ein, ich habe mir so ein paar Stichpunkte mal aufgeschrieben, da kommen ja einige Gedanken, wenn Sie erzählen und man wird dann befruchtet sozusagen. Also was mir aufgefallen ist, ich kann ja auch so ein bisschen darauf abstellen, wie meine Lehre so gelaufen ist im akademischen Bereich und dass man mir eben Dinge erzählt hat und ich hatte die dann bestmöglich wiederzugeben und dann gab es eben eine Note, wenn ich das gut gemacht habe, wenn ich das schlecht gemacht habe. Und es stand oder steht nicht im Fokus meine eigene Urteilskraft zu steigern, beziehungsweise zu stärken oder die der Schüler. Es geht immer nur darum, die Dinge eben so wiederzugeben, wie sie gewollt sind. Ja, und letztlich fasse ich das einfach mal so ein bisschen zusammen, was Sie gesagt haben, mit meinen Worten. Also das, was da versucht wird, sind ja statische Konzeptionen, die an der dynamischen Welt eben scheitern, ja, weil sich das permanent verändert und gar nicht funktionieren kann. Und das ist auch das, was mich bei Mises so überzeugt hat oder generell, wenn es darum geht, menschliches Handeln zu verstehen, dann sollte man sich ansehen, wie die Anreize sind. Wie sind die Anreize? Wer profitiert, wer verliert und wer sind die dominierenden Spieler, die sowohl das Bildungswesen als auch die Medien etc. Ja, dominieren an der Stelle. Und das funktioniert natürlich durch monetäre Abhängigkeiten. Und ich persönlich habe feststellen müssen, als ich irgendwann mich mal so aus dieser Deckung herausgewagt habe und öffentlich gewisse Dinge mal gesagt habe oder auch zu der Eurokrise dann im familiären oder freundschaftlichen Umfeld mich kritisch geäußert habe, dass man durchaus als Austrian ein dickes Fell benötigt. Und natürlich, Sie haben das ja auch schon ausgeführt, Mises hat das nie zugunsten seiner Karriere gemacht, sondern genau im Gegenteil. Ja, weil der interventionistische Apparat ernährt ja so viele Menschen, allein die Zentralbanken. Also das ist ein Wahnsinn. Und wenn man dagegen angeht oder das argumentiert und auch sagt, also ich sage dann auch, okay, du kannst dir das, tu mir wenigstens den Gefallen, hörst dir an. Oder wenn es dich nicht interessiert, können wir auch über Fußball weiterhin sprechen. Ist auch okay von meiner Seite. Aber wenn wir das wirklich mal Schicht für Schicht abtragen möchten, dann hör dir das an und dann geht es nicht darum, dass du das, was ich sage, bestätigst, sondern vielleicht meine Widersprüche entdeckst und diskutierst. Und dann stelle ich fest, dass meistens da dann nicht mehr viel kommt und irgendwann gesagt wird, ja, da habe ich jetzt auch keine Argumente. Also, und das ist mir besonders aufgefallen. Also, Sie haben das schon wunderbar ausgeführt, 1912. Das ist das Werk überhaupt, was bis heute ja Bestand hat. Die Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. 1922 die Gemeinwirtschaft. Also das ist, da würde ich auch gerne nochmal Ihr Statement hören und nehme da nichts vorweg jetzt. Ich habe ja einfach nur nochmal das zusammengefasst, was Sie gerade schon gesagt haben, weil das nochmal, ich hatte da so ein kleines Mitteilungsbedürfnis jetzt gerade. Aber die Ja. Gemeinwirtschaft, ich würde gerne nochmal über die Gemeinwirtschaft sprechen und auch da, welche Relevanz das heute logischerweise hat bei über 50% Staatsquote. Naja, die Gemeinwirtschaft, die entstand, wie Sie sagten, in erster Auflage 1922. Das war die Frucht von 8 Jahren Erfahrung und natürlich Nachdenken über diese Erfahrung, die mit dem Ersten Weltkrieg anfing. Also im Ersten Weltkrieg muss man vielleicht in Erinnerung rufen, gerade für junge Hörer heute, dass natürlich die westliche Welt eine sehr schnelle, galoppartige Entwicklung vollzogen hat, wirtschaftlich gesehen, von der freien Marktwirtschaft hin zum Staatssozialismus. Und der wurde insbesondere in Deutschland vorangetrieben von der Führung der Wehrmacht, die natürlich auch dann in relativ schnell das Oberkommando auch über die alliierten Armeen übernommen hatte. Und insbesondere Ludendorff hat dann eben da begonnen, da war Hindenburg auch, aber Ludendorff war, glaube ich, der starke Mann, den Kriegssozialismus einzuführen. Das heißt, so Zentralplanung aller kriegswirtschaftlich relevanten Abläufe. Nicht? Und das hat Mises zu dem Zeitpunkt, das war ihm schon klar, dass das nicht funktionieren konnte, dass das keine gute Idee war, weil es verschiedene gute Gründe gab, aus denen das nicht so. Aber wie sage ich es jetzt dem Kinde? Ich habe das gleiche Problem, das Sie ja eben auch genannt haben. Wie sagt man den Freunden, den Kollegen und was weiß ich? Und in dem Umfeld, da gab es natürlich große Eile, aber wie gesagt, es fing ja 2016 fing das in großem Stil an und Mises war einer von den ganz wenigen, die irgendwie dagegen halten konnten. Und er meint natürlich auch,
in die Befehlskette eingebunden. Also wenn er um seine Meinung gebeten wurde, hat er sicherlich was gesagt, aber wahrscheinlich hat man ihn nicht sehr häufig um seine Meinung gebeten. Naja, er ist dann ja auch Kriegsverletzter gewesen und hat das letzte Kriegsjahr in Wien verbracht und hat dann dort sein Seminar weitergeführt auch und Vorlesungen gehalten an der Universität. Er hat Max Weber getroffen, einen berühmten deutschen Soziologen, mit dem ihn vieles verband. Weber hat Mises Geldtheorie sehr geschätzt und sie waren natürlich beide mit dem Problem des Kriegssozialismus konfrontiert. Und Weber im Zusammenhang mit seiner Arbeit an seinem großen Werk Wirtschaft und Gesellschaft hat eben auch, ist auch auf diese Probleme eingegangen und hat sich da insbesondere auch von Mises inspirieren lassen, von ihren Diskussionen, die sie 1918 gemeinsam geführt hatten. Na, Mises fasst das also seine Überlegungen zu diesem Thema zuerst zusammen in einem Buch, das erscheint 1919, Staat, Nation, Wirtschaft. Und da geht es wirklich dann im engeren Sinne um die Kriegserfahrung. Da geht es dann sozusagen um darum, was ist die Nation? Das ist also für Mises eine Sprachgemeinschaft, da will ich jetzt nicht so darauf eingehen, aber wie kann man sozusagen was beeinflusst die Geburt, die Entwicklung und den Tod von Nationen, so in diesem Sinne verstanden, nicht? Gerichtet jetzt gegen den aggressiven Nationalismus, den militärischen Nationalismus, der auch da schon in Deutschland auch bestand. Sozusagen eine friedliche, friedfertige Alternative dagegen zu halten. Und dann aber eben auch ein großes Kapitel über die Kriegswirtschaft, insbesondere die Finanzierung und die Organisation der militärischen Tätigkeiten. Und Mises hat da ganz stark darauf bestanden und auch erklärt, dass gerade im Krieg, gerade dort, wo es große Zeitnot besteht und wo Abläufe häufig sehr schnell geändert werden müssen, angepasst werden an die sich rapide wandelnden Umstände des Kriegsgeschehens, neue Technologien eingebaut werden. Also überall dort, wo eben keine Routine herrscht, sondern schnelles unternehmerisches Handeln gefordert ist, gerade da braucht man den freien Markt. Es ist genau der gleiche, deshalb, wir hätten das gleiche gesagt vor 3 Jahren im Zusammenhang mit dieser Covid-Politik, die auch unselig war, nicht? Also mal ganz davon abgesehen, wie gefährlich tatsächlich dieses Virus war. Aber gerade wenn man mit einer großen, vermeintlich großen Gefahr in einem rapide wandelnden Umfeld befasst ist, dann muss man die allergrößte Freiheit bewahren. Also heute in unseren Tagen Freiheit der Wissenschaft, Freiheit des Forschens, Freiheit der Mediziner, die bestmöglichen Verfahren anzuwenden. Und damals argumentiert Mises halt eben halt in der Kriegswirtschaft, da muss man halt eben den Unternehmern gerade freien Lauf lassen, dass sie die besten Materialien, die schnellstmögliche Innovation an die Front bringen können, nicht? Damit wir dann unsere Trümpfe ausspielen können, soweit wir es können. Das argumentiert er also in diesem schönen Kapitel 1919. Und 3 Jahre später, oder ein Jahr später, kommt dann ein weiteres Element hinzu, ein ganz berühmtes Kapitel der Geistesgeschichte, nämlich ein Vortrag, den Mises vor der Nationalökonomischen Gesellschaft in Wien hält, in dem er spricht über die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen. Und dort führt er ein Argument aus, das in Ansätzen schon im 19. Jahrhundert bekannt war, aber das er eben zu großer Klarheit bringt, nämlich, dass eine sozialistische Wirtschaftsführung natürlich darauf angewiesen wäre, um effizient zu arbeiten, die bestmögliche Verwendung der vorhandenen Ressourcen kalkulieren zu können. Also abzuschätzen, welche Verwendung ist weniger wichtig und andere ist wichtiger. So, das ist natürlich nur möglich, wenn man sowas Ähnliches wie Geld hat, nicht? Weil durch den Geldtausch alle Güter vergleichbar werden. Also diejenigen Sachen, die eigentlich aus physischer Hinsicht völlig unvergleichbar sind, werden auf einmal durch den Geldtausch vergleichbar. Also die Kanone mit Butter und mit Anzügen und mit Straßen, die gebaut werden müssen, mit Kindererziehung und was weiß ich, überall kann man das halt eben anhand von Kosten und Erträgen vergleichen, nicht? So, dann sagt er, okay, in der Tat, in der Geldwirtschaft, in der kapitalistischen Geldwirtschaft ist das möglich. Genau deshalb nämlich, weil wir den Geldtausch haben. Und der Geldtausch ermöglicht uns tatsächlich, diese Art von Berechnung vorzuführen. Also Berechnung bedeutet Vergleich von Kosten und von Erträgen und von dem richtigen Verhältnis zwischen Erträgen und Kosten, was hier so eine Rentabilitätsrechnung, das man da halt eben hat, nicht? Und er sagt, beim Sozialismus ist genau das nicht möglich. Denn im Sozialismus ist ja von vornherein klar, dass es keinen Geldtausch von Produktionsfaktoren geben kann.
Denn dadurch ist er ja definiert. Genau das wollen die Sozialisten eben nicht. Sagen, okay, wir können das vielleicht zulassen, dass die Leute so ein bisschen Konsumgüter da einkaufen im Supermarkt. Was weiß ich, können sie mit ihren Geldmarken da eintauschen, das ist so einlösen, wie so ein Bon, ne? Ist das Geld da letzten Endes. Aber Maschinen, Produktionsfaktoren, Rohmaterialien, Arbeit und so weiter, all das darf nicht getauscht werden. Es befindet sich im Kollektivbesitz und wird kollektiv zugeteilt. Es wird also nicht getauscht, nicht verkauft, nicht gekauft, sondern zugeteilt. So, aber dann hat man eben keinen Geldtausch und wo es keinen Tausch gibt, wo es also keine Privateigentümer gibt, dann gibt es da auch keine Geldpreise. So, das ist der Sozialist steht also sozusagen da, der hat diese, hat alle Macht, hat alle Verfügung über die ganzen Ressourcen, aber er kann nicht bestimmen, wo diese verschiedenen Güter am besten eingesetzt werden. Das erklärt Mises 1920. Dann gab es also eine angeregte Diskussion zum Thema und das sind natürlich damals wie heute auch die Sozialisten angefangen, alle möglichen Erwägungen anzuführen und Lösungen zu finden, aus denen das Problem vielleicht nicht so formidabel ist, wie Mises das dargestellt hat. Nicht also, da haben dann natürlich die Ersten haben gesagt, na, wir müssen einfach nur mit Arbeitszeit rechnen und so weiter. Als ob man alles mit Arbeitszeit dann berechnen könne, denn es gibt ja auch Rohstoff und so weiter, die halt kein Arbeitsäquivalent haben, sondern die Arbeit hat verschiedene Qualitäten, was weiß ich. Also damit ist man dann schnell fertig geworden, mit dieser Art von Argumenten nicht. Aber die Suche ging dann auch weiter. Ich will es auch gar nicht so weit darauf eingehen. 2 Jahre später bringt Mises das ein in sein Buch Die Gemeinwirtschaft. Und die Gemeinwirtschaft ist nach meinem Dafürhalten Mises bestes Buch. Also wenn man es mal rein als Buch betrachtet, denn die Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, von denen wir vorhin sprachen, ist ja seine Habilitationsschrift gewesen. Also recht akademisch und sie ist besonderen Problemen gewidmet, die recht technischer Art sind, nicht? Organisation des Bankwesens und die Kaufkraft des Geldes und was weiß ich. So. Aber in der Gemeinwirtschaft, da geht es um die Organisation. Die wirtschaftliche Organisation der Gesellschaft, also wirklich ein großes Thema, das er von verschiedenen Seiten her aufrollt, indem er also bespricht, was ist die Bedeutung von Eigentumsrechten, was ist die Bedeutung von Eigentumsrechten nicht nur innerhalb der Marktwirtschaft, sondern auch im familiären Bereich. Wie ist die Entwicklung der Geschlechter, Mann, Frau zueinander, nicht? Im Zeitablauf, welche Rolle spielen da Eigentumsrechte? Dann kommt natürlich das Problem der Wirtschaftsrechnung, das er schon vorher behandelt hatte. Dann kommt das weitere Problem, nämlich die internationalen Beziehungen, Investitionen im Sozialismus und so weiter. Wie werden die Abwägungen, die grundsätzlichen Wahlen, die man treffen muss zwischen kurzfristig, langfristig und so weiter, wie wird das gelöst? Welche Konflikte entstehen dadurch? Internationale Beziehungen natürlich auch sehr konfliktreich, wie wir auch hinterher erfahren haben von den Historikern der Sowjetunion. Innerhalb des sowjetischen Bündnisses war das ja sehr konfliktreich, diese ganzen Verhandlungen zwischen den Bruderstaaten. Nicht? Wer bekommt welche Art von Produktion? Wer produziert die Panzer? Wer produziert die Unterhosen? Was weiß ich? Dann wollen natürlich alle Panzer produzieren und Computerausrichtungen, was ja, und keiner will diese anderen Sachen machen. Nicht? Also, aus Prestigegründen und so weiter. Das ist keine ökonomische Rationalität mehr dahinter. Ja, und im gleichen Atemzug behandelt er die verschiedenen Rechtfertigungen. Zum Beispiel das marxistische Gesetz der angeblichen Konzentration im Kapitalismus. Die Monopoltheorie, klassische Monopoltheorie, all das wird aufgerollt, nicht? Und am Ende kriegt der Leser dann gewissermaßen wie ein Sahnehäubchen noch eine Erörterung der verschiedenen ethischen Rechtfertigungen des Sozialismus. Auch noch serviert. Und er schließt halt eben damit, also der Sozialismus ist letzten Endes ein Sammelsurium von Wunschdenken, das zu Politik führt oder Politik rechtfertigt, die in der Praxis vollkommen destruktiv ist. Die also nichts von dem erreicht, was sie vorgibt zu erreichen, sondern regelmäßig genau das Gegenteil. Und dieses Buch hat eben dann großen Einfluss gehabt auf die junge Generation der Ökonomen, die damals herumsprangen, Friedrich August von Hayek, Oskar Morgenstern, Gottfried von Haberler und verschiedene andere. Also mit diesem Buch, nicht mit seiner Theorie des Geldes, sondern mit der Gemeinwirtschaft, hat er eine Revolution im Denken ausgelöst. Sie sprachen gerade Ethik an, ja. Die Ethik der Geldproduktion, ein Buch, was Sie geschrieben haben. Darauf können wir auch nochmal verweisen, beziehungsweise verlinken natürlich auch alles unter
diesem Beitrag ihr neuestes Buch, Die Wirtschaft und das Unentgeltliche. Ne? Das ist, liegt mir leider noch nicht vor. Das ist noch bei uns in der Zentrale liegen geblieben. Aber sobald ich dann da reingeblickt habe, treffen wir uns nochmal und sprechen darüber Gerne. nochmal. Und natürlich auch die Krise der Inflationskultur. Und ja, die Biografie von Ludwig von Mises, die haben das bei der Konferenz auf Usedom so schön gesagt. Die sind relativ dick, diese Bücher zum Teil, dass man eben dafür dann auch noch mehrfach Verwendung anstreben kann, dass man das Kind draufsetzt, damit es höher Ja. sitzt oder als Türstopper. Fand ich auch sehr erheiternd an der Stelle. Also ich denke, das sind auch wichtige Punkte, dass man sich da auch selbst nicht immer zu ernst nimmt. Also da waren jetzt einige Punkte dabei, die Funktion der Preise, Geld als im Grunde eine der unglaublichsten Erfindungen der Menschheitsgeschichte, dass eben die arbeitsteilige Wirtschaft überhaupt nur so organisierbar ist. Und die Funktion der Preise und eben, dass Mises das wunderbar in die Gemeinwirtschaft und vorher halt schon belegt hat, dass es eben ganz wichtig ist, dass man eben verwertbare Preissignale hat. Dadurch, das war ja auch, wenn man da mal auf die junge Bundesrepublik abstellen darf, denke ich mal, der große Verdienst von Ludwig Erhard, sofern man das aus der heutigen Perspektive beurteilen kann, dass er eben die Preise freigegeben hat. Umso verwunderlicher ist es, dass man heute wieder mit Mindestlohnen arbeitet und Gaspreisbremse und was weiß ich alles. Also da sieht man schon, dass wir von diesem Wissen schon sehr abgekoppelt wurden. Auch die Tatsache, wo ich nochmal das Thema Geld sehe, 1871, die Veröffentlichung von Karl Menger, die Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, wo er eben dargelegt hat, dass Geld eben nicht per Gesetz in die Welt kommt, sondern durch menschliche Interaktion, menschliches Handeln, dass die Menschen eben irgendein Gut als das Tauschfähigste dann erachten und dass sich das durchsetzt. Sehr, sehr wichtig. Kriegssozialismus, das war so der Punkt, den Sie da auch angeführt haben. Auch da durchaus, ohne dass wir das jetzt groß bewerten, sollte der eine oder andere vielleicht darüber nachdenken, was denn da heute für Schlagzeilen immer mal so kursieren. Ja, und die Gemeinwirtschaft, ich sehe es auch so, es ist, glaube ich, so, dass es deutlich mehr Leute vielleicht beeinflusst hat als die Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, wobei das Erstgenannte, die Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, ist einfach auch ja, für so Geldnerds, wie wir es sind vielleicht, ist das natürlich, also ich traue mich immer gar nicht zu sagen, welches ist das, was du am besten findest. Also das kann ich fast Ja. gar nicht sagen. Die Frage ist halt, ich glaube, das haben Sie ja gerade schon herausgestellt, was hat die jüngere Generation mehr beeinflusst? Und da ist, glaube ich, die Gemeinwirtschaft sehr, sehr wichtig, weil das setzt allumfassender noch an. So habe ich das gerade versucht zu erkennen oder so. So kam mir das gerade unter. Ja. Genau, 1927 legte er dann nach mit Liberalismus. Und dann mündete es dann in Nationalökonomie. Und das war ja letzten Endes dann die Weiterentwicklung, war dann Human Action, menschliches Handeln 1949. Das entsprang aber ja aus Nationalökonomien. Liberalismus bekommt man auch überall frei zugänglich in deutscher Sprache abgedruckt. Bin immer geneigt, das dem einen oder anderen Liberalen zuzuschicken, der als liberal in Erscheinung tritt, aber bislang habe ich das noch nicht getan. Ja, vielleicht mal so ein paar Worte zu Liberalismus und Human Action vor allem als das Werk, was die Ökonomie ja auch völlig anders definiert hat. Denke ich. Ja, Sie hatten ja Revolution schon. der Revolution der Denkart, das hatten Sie gerade gesagt. Das ist Ja, da ja. denkt man an Human Action automatisch, also ich zumindest. Ja, Sie hatten ja eben auf die Dicke der Bücher hingewiesen. Er hat Sozialismus, sein dickes Buch, das sind 500 Seiten, Human Action sind dann nochmal 900 Seiten. Und dazwischen nimmt, also während der 20er Jahre, nimmt die Dicke der Bücher ab. Und das liegt einfach daran, glaube ich, dass Mises sehr stark eingebunden war in die Arbeit der Wirtschaftskammer. Ja, das war seine Tagestätigkeit. Nicht? Er war eigentlich ein Gelehrter, Privatgelehrter, so am Abend. Er war nicht nur reiner Privatgelehrter, weil er auch eine Honorarprofessur an der Wiener Universität hatte. Also er hatte weiterhin Vorlesungen und erhalten auch ein Seminar. Aber im Wesentlichen war er in der Wirtschaftskammer tätig. Und während dieser anstrengenden Jahre, das gab viele Entwicklungen dann in den 20er Jahren, der Ausgang aus der Kriegswirtschaft, die Neuverhandlungen der Handelsverträge, die Wiedereinführung des Goldstandards und was und dann das Aufkommen des Sozialismus und was weiß ich, weil also Öffentlichkeitsarbeit zu leisten war. Das hat ihn alles sehr in Anspruch genommen und während dieser Jahre sind dann die Bücher dünner geworden. Okay? Dazu zählt auch
Der Liberalismus ist relativ groß, das sind ja fast 200 Seiten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in der Originalveröffentlichung. Und er hat noch ein anderes Buch gemacht im gleichen Geiste, das ist die Kritik des Interventionismus. Und in diesen Arbeiten führt er den Gedanken fort, der in der Gemeinwirtschaft begonnen hat. Also die Gemeinwirtschaft ist die Kritik der erzwungenen Gemeinwirtschaft. Das ist es ja letztendlich, nicht? Er spricht sich ja nicht aus gegen menschliche Gemeinwirtschaft, nicht? Menschliche Gemeinschaft und so weiter, sagt, also diese Zwangsgemeinschaft, darum geht es ja, nicht? Also wenn sich da Mann und Frau oder auch Horden von Männern und Frauen da zusammen freiwillig zusammenführen und irgendwelche ihr Eigentum da zusammenlegen und untereinander eine kommunistische Gemeinschaft führen wollen, da sagt er überhaupt nichts dagegen. Er sagt, das Problem entsteht bloß, wenn man da mit der Brechstange kommt und alle unter die Knute zwingt, weil man dann halt eben diese Probleme herbeiführt, nicht? So, und dann sagt er, okay, wie ist das denn jetzt aber? Wir haben ja nicht immer unbedingt jetzt eine Sowjetwirtschaft da, nicht? Das war auch der Anlass, aus dem er dieses Buch machte 1922, denn wir hatten ja das Aufkommen der Sowjetunion und dann verschiedene andere sozialistische, also bolschewistische Umstürze in Europa, in Bayern zum Beispiel, in Ungarn und an ein paar anderen Orten auch. Deshalb hat er auch unter anderem dieses Buch geschrieben. So, das ist aber dann hat man diesen ganz starken Etatismus, der auf einmal in einem Schlag alles in Beschlag nimmt. Aber in der Praxis ist es ja nicht so. In der Praxis haben wir meistens irgendwie so einen Mittelweg. Ja? Der Staat mehr oder weniger ist er präsent oder greift nur hier und dort ein bisschen ein, aber enteignet die Leute nicht völlig und solche Sachen. Ne? Und das ist halt eben der Interventionismus. Und Mises widmet dem Thema eben ein Buch, das er dann 1929 veröffentlicht, in dem er halt eben darlegt, na, was sind die Folgen des Interventionismus. Letzten Endes kann auch der Interventionismus seine Versprechungen nicht halten, aus ähnlichen Gründen wie der Sozialismus. Aber auch da, wie gesagt, sind letzten Endes leere Versprechungen. Also man kann die Ziele, die man mit Hilfe staatlicher Gewalt verfolgt, kann man letzten Endes nicht erreichen. Man kann die Leute nicht reicher machen, man kann nicht mehr Beschäftigung schaffen und verschiedene andere Sachen, nicht? Und im Liberalismus, da liegt er halt eben dann da seine Sicht der freien Gesellschaft. Also wenn man eben keinen Sozialismus hat und keinen Interventionismus, dann leben und arbeiten die Leute zusammen auf der Grundlage des gemeinsamen Respektes gleicher Regeln für alle, insbesondere der gleichen Rechte, insbesondere gleiches Eigentumsrecht. Und das stellt er halt da in seinem Buch in den Mittelpunkt, genau wie im 19. Jahrhundert. Und ich glaube, es gibt keinen anderen Autor, der ihm da so nahe ist, wie Frédéric Bastiat, einer berühmten französischen Autoren des 19. Jahrhunderts. Also die haben also beide dargelegt, dass die Eigentumsrechte das Wesen der freien Gesellschaft sind und ein nicht nur friedliches Zusammenleben ermöglichen, sondern eben auch produktives Zusammenleben, sowohl innerhalb der Marktwirtschaft als auch außerhalb. Und Mises hat natürlich dann im Liberalismus eine Darstellung nicht der Marktwirtschaft, die ist aber relativ kurz, geht vor allen Dingen auf alle anderen Bereiche ein, in dem Eigentumsrechte eben auch das menschliche Zusammenleben regeln. Zum Beispiel die Außenpolitik, nicht? Außenpolitik, was die Finanzpolitik des Staates und was nicht. Das ist also dann sind wir Ende der 20er Jahre, nicht? Liberalismus 27, Kritik des Interventionismus 29, ist das so, die politischen Aspekte, die praktischen Aspekte rausgearbeitet. So, dann fängt er aber an, Anfang der 30er Jahre, sich einem anderen Themenkreis zuzuwenden, nämlich den Fragen der methodologischen und epistemologischen Grundlagen seiner eigenen Wissenschaft, nämlich der Volkswirtschaftslehre. Also zu dem Zeitpunkt war dann die mathematische Nationalökonomie war schon stark im Kommen und auch diese rein empiristischen Ansätze, die wir auch heute auch kennen, die waren auch schon sehr stark entwickelt. Also die Ökonometrie fing gerade da so an, so Anfang der 30er Jahre ging das da los. Aber natürlich wurden damals auch schon viele Zahlen gewälzt und einfach da Feldstudien betrieben in der Hoffnung, dadurch zu ähnlichen Ergebnissen gelangen zu können, wie die Physiker und wie die Chemiker und was weiß ich, nicht? Das Kleine war immer so. Zwischenfrage. Also man denkt ja dann immer direkt an Keynes, an den New Deal nach 34 und Roosevelt. Sehen Sie da Zusammenhänge? Eigentlich nicht mit der methodologischen Frage. Das sind halt wirklich eher politische Zusammenhänge, die älter sind. Nicht? Man darf ja nicht vergessen, Roosevelt und Hitler führen ja letzten Endes den Staatsinterventionismus großen Stiles wieder ein, der seit Adam Smith in den Hintergrund getreten
ist, nicht? Also Adam Smith bringt ja eigentlich die Revolution hervor, indem er sagt, dann diese ganzen Staatsangriffe, die bringen ja nichts. Na, das kann der Staat ja eigentlich gar nicht, was er da macht. So, und dann ist das unter diesem Einfluss seiner Ideen, ist das in den Hintergrund getreten und kam dann aufgrund bestimmter Umstände, auf die wir später vielleicht noch sprechen können, kam das so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, kamen diese Ideen so ganz langsam wieder zurück, aber gewannen dann an Fahrt, sodass es schon in dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts unter dem Einfluss verschiedener Faktoren, intellektuelle Komplikationen auf der einen Seite, aber auch realpolitische, realwirtschaftliche, denken Sie zum Beispiel an den Imperialismus, an den neuen Protektionismus der Aufgaben im Bismarckreich, aber dann eben auch in Frankreich und in den anderen Ländern. Da kam auf einmal der Interventionismus wieder in Mode. Nicht unbedingt in dem Sinne, dass man sagte, ah, das ist jetzt irgendwie so richtig, aber sondern einfach so rein pragmatisch, praktisch, ja, so sind die Sachen halt eben, so müssen ja geregelt werden. So, was dann halt eben unter Keynes passiert, ist, dass eine intellektuelle Rechtfertigung entsteht für die Ideen, die sowieso schon ganz groß im Kommen waren und die sich sowieso schon praktisch durchgesetzt haben. Also Keynes war alles Mögliche, es war ein charmanter Mann und gewitzt und wie auch immer, aber er war kein geistiger Neuerer. Das darf man eben, das muss man sich klar vor Augen halten. Er war kein intellektueller Revolutionär wie Adam Smith. Der Revolutionär steht immer erstmal alleine da. Wenn ihm alle Leute so gleich zufliegen, dann hat er nichts Neues gesagt. Das ist das unfehlbare Zeichen. Ja, das ist natürlich auch das unfehlbare Zeichen, also wenn jemand nicht beachtet wird, dann kann auch einfach sein, weil er Unsinn erzählt hat, nicht? Das ist nicht, weil jemand nicht sofort Beachtung findet, dass er deswegen ein Genie sein muss, nicht? Aber der wirklich was Neues sagte, wird erstmal nicht gehört. Bei Adam Smith war es ja erst so, dass seine Ideen erst 2 Generationen später eine Auswirkung auf die Praxis hatten. Bei Keynes, der hat sich einfach auf den fahrenden Zug gesetzt und war der größte Zampano auf dem ersten Waggon. Nicht, das war das also letzten Endes. Also er aber selber hat nichts dazu beigetragen, nur unwesentlich. Nur, was er beigetragen hat, er hat die berühmteste wirtschaftswissenschaftliche Fakultät seiner Zeit, die Fakultät von Cambridge, die von Alfred Marshall, die hat er korrumpiert. Denn das war vorher sozusagen das Flaggschiff des politischen Liberalismus. Die waren immer gegen Protektionismus, die waren immer gegen staatliche Eingriffe, was weiß ich. Die hat er rumgerissen. Nicht? Das war seine große Leistung, sozusagen. Ne? Ja. Also, wie gesagt, das waren so der. Aber worum es bei Mises ging, war in diesen methodologischen Fragen, die für die Keynes sich zum Beispiel nie richtig interessiert hat. Keynes hat die Sachen immer extrem oberflächlich abgehandelt. Er hatte ein Buch gemacht über Wahrscheinlichkeitstheorie. Das war sonst auch so ein Modethema, zu dem er sich da geäußert hat, auf recht oberflächliche Art in den 20er Jahren. Aber okay, also Mises fing dann an, sich damit näher auseinanderzusetzen. Und sein Ausgangspunkt war halt eben die Konfrontation zwischen seinem Lehrer, Karl Menger, und der deutschen historischen Schule, vertreten durch Gustav Schmoller und andere Tonstreich. in den 1880er, 90er Jahren, nicht? Und in diesem Streit ging es halt letzten Endes darum, um die Frage, ob es im Bereich des menschlichen Handelns und der Gesellschaft universale, kausale Zusammenhänge gibt. Das war das, die große Frage. Also alle Beteiligten waren sich einig, es gibt natürlich bestimmte Kausalzusammenhänge, die nur hier und dort gelten, also die so kontingenter Natur sind und über die man nichts Allgemeines sagen kann, eben weil sie nur hier und dort gelten. Das ist also dann die Aufgabe des Historikers, sie zu beschreiben und ihren Wirkungszusammenhang zu erfassen. Nicht? Darüber waren sich alle einig. Aber Menger sagte, es gibt aber noch was anderes. Es gibt auch universelle Kausalzusammenhänge, die wir auch beschreiben, die wir exakt beschreiben können. Und da ging dann also der Schmoller durch die Decke und verschiedene andere mit ihm und es entwickelte sich dieser Streit. Und daran anknüpfend entwickelt hat Mises eine neue Methodenlehre oder genauer gesagt eigentlich eine Epistemologie. Denn zu den eigentlichen Methoden sagt er recht wenig, aber die Epistemologie entwickelt er. Er sagt halt, das Wesen der Nationalökonomie ist eine a priorische Wissenschaft des menschlichen Handels zu sein. Das heißt, diejenigen Gesetzmäßigkeiten, die Menger und auch andere vor ihm auch schon und andere nach ihm entdeckt haben und thematisiert haben, sind a priorischer Art, sie sind denknotwendig. Also verwende ich sozusagen das Vokabular von Immanuel Kant. Und um die Wirklichkeit zu erklären,
braucht man halt beides, die Kenntnisse solcher universellen apriorischen Zusammenhänge, aber auch die Kenntnisse von Kontingenten, besonderen Umständen, die auch immer hineinspielen. Also man braucht beides. Man kann nicht die Wirklichkeit erklären, wenn man nur eins hat, nicht? Sondern man muss alles mobilisieren. Aber die apriorischen Zusammenhänge sind natürlich besonders wichtig für die Wirtschaftspolitik. Denn da handelt man da nach allgemeinen Grundsätzen, nicht? Dann sagt man, ja, das kann jetzt vielleicht für die funktionieren, aber vielleicht funktioniert auch nicht. Nicht, man sagt, das wird auf jeden Fall funktionieren, heute, morgen, nächste Woche, und dann machen wir es ja ein Gesetz daraus. Nicht, weil wir wollen, was es halt immer klappt. Nicht? So, also an diesen Fragen war er interessiert. So, und daran tüftelt er halt in den 30er Jahren. Und in 1940 veröffentlicht er also den ersten großen Wurf, der Vorgänger, der deutschsprachige Vorgänger von Human Action, mit dem Titel Nationalökonomie, Theorie des Handelns und Wirtschaftens. Und dort wird dann alles aus einem Guss dargestellt. Also die Wissenschaft der Nationalökonomie mit ihren Grundlagen epistemologischer und methodologischer Art, die er also in den Jahren davor entwickelt hat, aber auch alle anderen Theorieelemente, die er vorher bereits entwickelt hatte. Nicht zum Liberalismus, zum Interventionismus, zum Sozialismus. Das findet also alles Platz mit zum ersten Mal aus einer Feder einer Gesamtdarstellung der Funktionsweise einer freien Marktwirtschaft. Das war so etwas, was da neu war. Also die Kapitel 18 bis 20, also jetzt bei Human Action, bei Nationalökonomie, weiß ich nicht mehr die Kapitel, Nummern. Ja, das kommt also in diesem Ding, das ist so die große Synthese, nicht? Und es ist auch klar, dass auch selbst sein monetäres Denken, nicht? Wir loben alle immer Geldtheorie, das Geld ist unser Umlaufsmittel. Aber auch sein monetäres Denken hat sich auch da weiterentwickelt. Also nicht jemand, der wirklich statisch war, der sondern laufend immer auch kritisch seine eigenen Ideen hinterfragte und auch da zu einer reiferen, geschlosseneren, widerspruchsfreieren Darstellung gelangte, als vorher in Theorie des Geldes in der Umlaufsmittel. Also muss man sagen, das sind also die beiden, also was sind die großen Texte, ich meine Nationalökonomie, beziehungsweise Human Action. Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, Sozialismus, haben wir schon erwähnt. Und dann im Spätwerk zwei Bücher, die vor kurzem ins Deutsche übertragen worden sind. Das eine heißt Theorie und Geschichte. Da geht es auch um diese methodologischen Fragen, epistemologischen Fragen. Und das andere Buch heißt Die Letztbegründung der Wirtschaftswissenschaft. The Ultimate Foundation of Economic Science. Das ist ein kurzes Buch, so 110, 150 Seiten, irgend sowas, veröffentlicht er im Alter von 80 Jahren, aber ist eine seiner feinsten Schriften, nach meinem Dafürhalten. Und alle, die sich wirklich für intellektuelle Fragen interessieren, philosophische Fragen, grundlegende Fragen der Sozialwissenschaft, werden dort reichlich Nahrung finden. Also Burkhard Siewert, der auch Mitglied ist der Atlas-Initiative, der hat jetzt Allmächtiger Staat übersetzt, ne? Also Omnipotent Government. Das vielleicht noch als Ergänzung, dass es da jetzt auch eine neue Übersetzung gibt. Haben wir auch schon ein Video zu gemacht. Also Ja, es gab ja schon eine deutsche Ausgabe, nicht? Unter ach so, Müller-Aermark. ja. 78 ist die schon raus. Aber es fehlte bloß ein Kapitel. Ach so, na gut, dann das entzog sich meiner Kenntnis. Auf jeden Fall ist da wohl noch mal, hat das noch mal neu begonnen, komplett. Vielleicht noch mal ein Gut, bisschen, gut, gut. vielleicht noch mal, das ist ja auch der Punkt an der Stelle. Also in Human Action zum Beispiel, in einigen Übersetzungen fehlt ja die Kritik an der sozialen Marktwirtschaft, ne? Also komplett, wo er eben schreibt, dass die soziale Marktwirtschaft ja nichts anderes ist als Interventionismus und immer genauso endet wie jede andere Form des Interventionismus. Also das war ein relativ kurzer Absatz, aber ich hatte mit dem Rahim Tagizadegan da auch mal, mit dem Rahim auch mal darüber gesprochen, und er sagte, dass das wohl aus den USA ihm anders zugänglich gemacht wurde. Dass das also, Ja, ich denke, das liegt daran, dass er die soziale Marktwirtschaft hat er vor allen Dingen in der zweiten und dann insbesondere in der dritten Auflage besprochen. ach so, ach so. Ja gut, 1966. So, jetzt kommt aber Folgendes. das Das war Mises-Institut, 49 noch gar nicht relevant. genau, Ja. das Mises-Institut veröffentlicht 1998 Human Action neu, aber sie kriegen nicht die Rechte an der dritten Auflage. Ach Sie so, kriegen nur die ja. Rechte an der ersten Auflage. Ach so, okay, interessant, ja. Jetzt Ja, ist das aber ist. durch das Mises-Institut ist diese erste Auflage noch mal ganz groß geworden.
Ja, interessant. Ja, also was ich dazu natürlich auch sagen wollte, ist die Frage immer, wenn man das aus der Ursprungssprache dann übersetzt ins Deutsche oder in irgendeine andere Sprache, hängt es natürlich auch immer sehr mit dem Übersetzer zusammen, ne? Also ob das eben, also das ist, da kann auch einiges an Unsinn passieren, muss man dazu sagen, ne? Ja, also ich habe noch mal so ein paar Punkte mir notiert und habe da auch Dinge erkannt, die ich auch kürzlich, ich habe jetzt so eine Reihe geschrieben bei den Freiheitsfunken, die Milliardärsplanwirtschaft heißt das. Und da habe ich eben auch über den heutigen Maximalstaat, so habe ich ihn mal definiert, ein wenig provokant, dass der als ablehnbares Angebot für mich eigentlich gar kein Problem darstellen würde. Aber in diesem heutigen Staatenkartell ist er sehr wohl ein riesengroßes Problem. Dann hatten sie gesagt, ja, Menschen unter Gewaltandrohung zu anderen Handlungen zu zwingen, dass sie sich eben anders verhalten. Also mir fällt das besonders auf bei kleinen Kindern, ja, wie die sind, wenn sie auf die Welt kommen und wie. Was danach dann sozusagen antrainiert wird von der Gesellschaft, von uns Erwachsenen, von den Eltern etc. Und wie sehr Kinder irgendwann, so denn sie dann, so das ist meins, ne, dieses Privateigentum, wie das in den Kindern verankert ist. Also finde ich immer wieder erhellend zu sehen, dass es also da ganz offensichtlich auch da wieder bei den Naturgesetzen, dass wir da ganz offensichtlich, dass es in uns drinsteckt, mal ganz unabhängig davon. Dass natürlich dann im Austausch später dann die Preissignale auch sehr, sehr wichtig sind und die Preisverläufe, wenn eben ein Gut knapp ist, dann steigt der Preis und wenn es weniger knapp ist, dann sinkt der Preis und dann wird es eben nicht mehr so attraktiv, es zu produzieren. Dann sehr interessant fand ich auch die Äußerungen zu Preußen, die sie getätigt haben, beziehungsweise ich finde das generell in der heutigen Analyse immer bemerkenswert, dass viele 1914 stehen bleiben. Ja, die wünschen sich dann, also ist meine Beobachtung, subjektive reine Beobachtung meinerseits. Und ich habe das kürzlich auch, da hatte ich das Bildungswesen, hatte das im Nachgang, muss ich sagen, würde ich jetzt ein bisschen anders ausführen, als ich das da gemacht habe. Ich bin da sehr in die Kritik gegangen und habe halt gesagt, ja, natürlich war es wichtig für das preußische Bildungswesen, dass da Menschen ausgebildet werden, die dann später entweder wunderbare Beamte, Angestellte oder Soldaten werden. Ne? Ich hatte das ein bisschen auf die Spitze getrieben. Natürlich gab es auch Errungenschaften und wissen wir auch, dass viele Nobelpreise, viele Erfindungen in dieser Zeit zutage gekommen sind. Allerdings ist es, glaube ich, und das schließt sich der Kreis, die eigene Urteilskraft sollte im Vordergrund stehen. Und entscheidend auch, wie ist denn Preußen entstanden? Ne? Also nicht, weil die Menschen gesagt haben, das ist jetzt eine tolle Idee, dass wir jetzt ein großes deutsches Land haben, sondern es sind drei extrem blutige Kriege geführt worden. Und das fehlt mir bei dieser Glorifizierung auch sehr, sehr oft. Gleichsam ich die niedrige Staatsquote damals natürlich bevorzugen würde zur heutigen Zeit und da viele Punkte besser waren als heute, aber da undifferenziert ranzugehen, erachte ich doch als sehr, sehr schwierig und führt uns auf den falschen Pfad. Also wir sollten wieder zurückgehen, noch deutlich vor 1871 und schauen auch, dass die Zentralisierungstendenzen doch eigentlich der schädliche Prozess war. Würden Sie das so mitgehen, diese Ausführung, gerade auch was, also diese, man muss immer aufpassen, weil man kitzelt die Leute tatsächlich mit dieser Preußenkritik. Und ich meine, das ist überhaupt nicht Böses an der Stelle, sondern rein konstruktiv. Ich weiß, es kam mir, ich habe übelste, also ich habe noch nie so derartige Zuschriften bekommen. Und es kam mir fast so vor, als wenn ich den Kindern, also wenn ich den Menschen irgendwie ihr liebstes Kinderspielzeug weggenommen hätte. Also ich betreibe das mal ein bisschen auf die Spitze, aber vielleicht können Sie da mal einhaken, wie Sie das so interpretieren. Ja, ich denke, also grundsätzlich, natürlich bin ich mit Ihnen, ich mag auch Preußen. Also ich denke auch, Preußen wird häufig falsch dargestellt. Ja. In der Geschichtsklitterung heute, es wird da so als eine Art Monster dargestellt, das super aggressiv auftaucht und was weiß ich. Und das war es ja eigentlich im Wesentlichen nicht, nicht. Die Preußen haben sich, muss man sagen, natürlich haben Expansion gehabt über 2 Jahrhunderte hinweg. Vor allen Dingen mit englischer Hilfe. Das war sozusagen der englische Agent auf dem europäischen Kontinent, nicht? Aber im Großen und Ganzen hatten sie, es gab ja so ein Gleichgewicht da, weil sie sich hier gegen die Österreicher auf der einen Seite verteidigen mussten und dann gegen die Franzosen und die Russen auf der anderen Seite. Also es war irgendwie normales Verhalten. In der Tat, das Problem mit der Entwicklung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist, man kann die Sachen nicht einfach auseinander sagen. Man kann nicht, ah, ich fand die niedrige Ja. Staatsquote gut und das starke Wirtschaftswachstum. Aber auf der anderen Seite diesen Militarismus, na, das kam halt letzten Endes aus der gleichen Feder. Das ist einfach, wenn man das aus liberaler Sicht heute zusammenfassen wollte, dann könnte man vielleicht sagen, dass immer eine schlechte Idee, bestimmte Entwicklungen, die man vielleicht mögen würde,
mit Gewalt, mit der Brechstange herbeizuführen. Und das ist ja das, was Bismarck gemacht hat. Er hat eben nicht unter gütlicher Einigung mit den Nachbarn, sondern durch Vergewaltigung hat er seine Ziele erreicht. Und was er vor allen Dingen dadurch erreicht hat, ist, was kein anderer Staatsmann in der europäischen Geschichte vorher gelungen ist, nämlich England und Frankreich zu vereinigen. Ja, das muss ich sagen, da hat er uns einen Bärendienst geleistet. Und natürlich auch ein völliger, er selber wahrscheinlich nicht so sehr, aber die Generation, die danach kam, war ja völlig verblendet durch diese Erfolge, die erzielt worden sind und meinten, man kann es mit der ganzen Welt aufnehmen. Nicht? Das ist immer ein Rezept für den Untergang. Also wenn man nicht mehr bereit ist, sich mit den Leuten, mit den Nachbarn gütlich zu einigen und friedfertig voranzukommen, das ist immer eine schlechte Idee. Ja, und Krieg war auch ein probates Mittel, einfach um die Ziele zu erreichen. Und er war natürlich auch nach Das ist meiner. immer die Versuchung für denjenigen, der gerade den Wind in den Segeln hat und dem es gerade gut geht, nicht? Dann sozusagen, dass er da übermütig wird. Ist ja im privaten Leben auch nicht sehr viel anders. Aber er hat sich halt eben hinreißen lassen und mit ihm die ganze Generation. Und das ist halt eben nicht die Vision, die man sich hätte wünschen können für Deutschland, nicht? Ja, Und und Mises entwickelt ja eben das Gegenprogramm im Liberalismus, indem er sagt, im Liberalismus geht es um Eigentumsrechte, um den Schutz von Eigentumsrechten. Territorialgrenzen sind völlig zweitrangig. Es betrifft für die Menschen, wirklich die einfachen Leute und auch reiche Leute, arme Leute, also betrifft das überhaupt nicht, wie groß der Staat ist. Einige finden da Gefallen daran, weil sie sich da widerspiegeln können in der Größe eines Landes, nicht? Aber für die tatsächliche Lebensgestaltung und insbesondere auch für die Kultur, ist das völlig irrelevant. ja, interessant, auch die Aussage natürlich von Mises, dass er eben sinngemäß gesagt hat, wer die Welt befrieden möchte, der sollte den Einfluss des Staates reduzieren. Und wir beobachten das ja heute auch, und der Imperialismus der USA, auch Preußen, also das ist halt immer problematisch dann irgendwann. Und ich glaube auch, dass es immer schlecht ist, wenn man diese Dinge, ich habe das auch ganz nüchtern und sachlich dargelegt, und das ist auch meine Auffassung, dass das Sinn ergibt, möglichst wenig emotional an die Dinge ranzugehen, sondern neutrale Sichtweise auch also wie es im österreichischen Sinne am besten ist, dass man eben da versucht, das neutral zu sehen und sich einfach die Anreize anschaut, die da eben vorherrschen. Und natürlich, wenn ein Land eine derartige Macht hat und Größe, monetär und natürlich auch vom Militär her, ja, dann ist der Anreiz, das haben Sie ja sehr schön herausgestellt, dann ist der Anreiz sehr groß, eben Frankreich dann eben in den Krieg zu, und da hatte er natürlich dann auch den technologischen Fortschritt auf seiner Seite durch das Hinterladergewehr, ne? Das war ein entscheidender Vorteil, zumindest als Laie ist das für mich nachvollziehbar logisch. Genau, und da waren einige Punkte natürlich auch wieder dabei, jetzt gerade Interventionismus, dass der eben mit Preußen dann nochmal wieder aufkam, und auch das Entscheidende, was Sie gesagt haben, auch Frankreich, Deutschland, Elsass, Böhmen, Mähren, jetzt haben wir Ukraine, wurden auch willkürlich Grenzen gezogen über Sprachgrenzen hinaus. Ne? Und das hat Mises ja auch schon erkannt, Anfang der 40er Jahre, wo er eben auch einen Vorschlag unterbreitet hat, wie man denn Osteuropa befrieden könnte, indem man eben diese willkürliche Grenzziehung über Sprachgrenzen hinaus da kritisch hinterfragt und ja, Krieg führen. Also den Wert der Arbeitsteilung erkannt hat, der kann kein Kriegsbefürworter sein. Das ist mir auch nochmal in den Sinn gekommen gerade. Aber entscheidend vielleicht auch in dem heutigen Kontext, wo überall Krisenherde da sind und auch gerade in Osteuropa. Vielleicht haben Sie nochmal auch ein paar Worte zu diesem Vorschlag, den ich da, den Anthony Müller übrigens auch sehr schön nochmal dargelegt hat, als die Ukraine-Krise beim Mises-Institut veröffentlicht worden, muss man dazu sagen, in Deutschland. Dass er das nochmal schön skizziert hat, was Mises da vorgeschlagen hat. Naja, Mises hatte in den 30er Jahren eine Reihe von Denkschriften verfasst für die Internationale Wirtschaftskammer, für die Wirtschaftskammer in Österreich. Die sind nicht also als Bücher erschienen, die richteten sich nicht an das große Publikum. Aber in denen ging es halt sozusagen darum, er handelte als Regierungsberater, welche Ziele sollte sich die österreichische Politik setzen in dem momentanen Umfeld, das vorherrscht in den 30er Jahren. Und das ist natürlich zum Teil übertragbar auf unsere Zeit. Und das konkrete Problem damals war, dass Österreich umgeben war von zwei recht aggressiven Nachbarn,
nämlich Italien und Deutschland, die unglücklicherweise auch beide größer waren als Österreich. Und weiter im Osten lauerte dann auch die Sowjetunion, die ähnlich aggressiv war. So, und da sagte Mises, also wenn man in dieser jetzigen Lage, wir haben eigentlich nur eine Überlebenschance, wenn wir uns mit den anderen kleineren Ländern zusammentun und dann eine Union gründen, uns gemeinsame Regierungsorgane geben, um uns nach außen hin zu schützen, um die innere Freiheit nach außen hin zu schützen. So. Also zum Teil ist das auf die jetzige Situation anwendbar. Also wir leben ja in unvergleichlich günstigeren Umständen, haben da zumindest gelebt in den letzten 30 Jahren, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, weil wir wirklich keinen äußeren Feind haben, zumindest keinen sichtbaren äußeren Feind. Wo ein starker Wandel stattgefunden hat innerhalb der Sowjetunion, also die also sehr viel weniger aggressiv, also zumindest einige Jahre lang sehr viel weniger aggressiv waren. In den Folgejahren natürlich, dann gab es verschiedene Konflikte, aber dann konnte man immer sagen, naja, es war zumindest nicht offensichtlich, dass die Aggression da von der Sowjetunion ausging. Es waren einfach Konflikte, die mit den anderen Supermächten, da insbesondere mit den USA, entstanden. Und das war einfach Interessenwahrung und wie auch immer nicht. Also auch im Großen und Ganzen waren aus westeuropäischer Sicht, standen wir recht gut da. So, jetzt kommen diese Konflikte da an. Ich muss sagen, ich bin kein Militärexperte und auch kein Experte des neuen Russlands und so weiter. Alles, was, also ich weiß nicht, wie tyrannisch Herr Putin innerhalb seines eigenen Landes ist. Ich kann es letztens nicht beurteilen. Ich höre die Propaganda von uns. Ab und zu schaue ich mir die Propaganda an, die aus Russland kommt. Und ich bin dann auch nicht schlauer, letzten Endes, als vorher. Ich sehe, es gibt ganz verschiedene Darstellungen, wie das halt bei Propaganda immer ist. So, ich sag nur eins halt, das, was wir jetzt da gemacht haben, die letzten Jahre, das erscheint mir ein unglaubliches Verbrechen zu sein, weil wir unglaublich viel Menschenleben vergeudet haben, weil wir Kapital im großen Stil vernichtet haben, weil wir unsere eigenen Lebensbedingungen auf Jahre hinaus verschlechtert haben, weil wir aus Russland einen Feind gemacht haben, vielleicht jetzt nicht, jetzt noch nicht ganz aggressiver, sage ich, aber auf jeden Fall, wir haben ja die wirtschaftliche Zusammenarbeit, das, was uns die Russen wirklich bieten können. Also Öl, Energie und was weiß ich, das wollen wir jetzt nicht mehr auf Grundlage der Kanäle, wie es arrangiert worden war. Das war eigentlich eine gute Sache. Vielleicht kurzsichtig, aber gut, das war immerhin da. Auf das alles haben wir verzichtet und wir haben dazu im Ausgleich was gewonnen. Ich weiß es nicht so richtig. Nicht? Wenn man davon ausgeht, dass Russland eine große Gefahr ist für die Freiheit des Westens, und für mich ist das nicht klar aufgrund dessen, was ich bislang gelesen habe, ja, dann da muss man irgendwie sagen, okay, da muss man sich die Mittel geben, um dieser Gefahr zu begeben. Nicht, da muss man halt irgendwie die eigene Armee aufstocken, da muss man da investieren, was weiß ich. Aber das geht natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Also was wir gemacht haben, ist für mich völlig unlogisch. Wir haben da unglaublich viel Geld und ja, letztendlich sehr viel Geld und Rüstungsausgaben, was wir gerade noch auf Lager hatten, hatten wir alles in die Ukraine geschickt, ohne dass eine realistische Aussicht bestand, den Krieg auf diese Art und Weise zu wenden. Also es ist ein völliges Versagen unserer politischen Führungsschicht. Das sehe ich nicht. Also wie gesagt, man muss jetzt noch nicht mal anfangen mit Mises und den Österreichern. Liberalismus, für mich ist das Problem, das wir haben, ist noch grundsätzlicher. Es ist wirklich so der gesunde Menschenverstand, der scheint da zu fehlen. Es fehlt an einfacher Kompetenz, einfach mal zu unterscheiden, was können wir hier und jetzt erreichen, was sollte unser langfristiges Ziel sein. Unser langfristiges Ziel sollte es sein, ein gutes Verhältnis mit Russland zu haben und mit der Ukraine, mit allen anderen. Das muss unser Ziel sein. Was wir im Moment machen, ist, wie gesagt, man kann ja die Russen sanktionieren, bekämpfen, was weiß ich, aber man muss auch eine Hand hinhalten. Muss man sagen, so kann es aber auch weitergehen. Was wir jetzt die letzten ja, anderthalb Jahre gemacht haben, oder ja, oder zweieinhalb, ja, anderthalb Jahre, fast 2 Jahre, ist nichts von dem. Also es ist kein Spur von ein paar gesunden Menschenverstand da, vom Liberalismus nicht zu reden. Ja, und da war Bismarck deutlich weiter, wenn ich mich da an die Zitat richtig erinnere, der gesagt hat, also Europa geht es gut, wenn Deutschland und Russland gut miteinander sind. Das hatte er damals erkannt. Ja. Und das scheinen wir in gewisser Weise aktuell, zumindest die handelnden Personen, nicht ganz so im Blick zu haben. Zum anderen Ja. ist es natürlich auch so, Ja, gut, nur Deutschland, nur Russland, wie gesagt, ist auch richtig. das Spiel ist auch nicht aufgegangen. Ja, Man ja, muss ja. halt sehen, dass man tatsächlich, da sind die Engländer halt eben sehr viel stärker und auch die Franzosen, man muss das Gesamtbild immer im Auge. Man kann nicht nur die Nibelungenfreundschaft da haben, also mit dem einen Partner und dann zusammen stehen wir alles durch.
Man muss halt letztendlich mit allen Nachbarn klarkommen. Wie gesagt, das Problem bei der bismarckischen Politik, so also diese Glanzpolitik, das kann man vielleicht verstehen bei einem relativ jungen Politiker, nicht, der so schnelle Erfolge so erzielt hat. Und er hat es auch vielleicht hinterher, hat er es ja auch im Alter, hat das vielleicht auch nochmal bedauert. Aber das, die schwere Hypothek, die er uns eingetragen hat, ist Frankreich und England und somit Frankreich, England, USA gegen uns aufzubringen. Das war ein unglaublicher Bärendienst. Ja, im Grunde, Sie haben das haben wir jetzt schön hergeleitet eigentlich, ja? Also die Problematik damals und die Problematik heute, bloß ist genau umgedreht jetzt diesmal, ne? Ja. Also das ist deutlich geworden jetzt Im und das Moment ist auch arbeiten die genau. USA stark daran, alle gegen sich aufzubringen. Vielleicht Ja. wachen sie ja vorher nochmal auf. Ja, und der Punkt ist ja auch, wer auf jeden Fall gewinnt, ist derjenige, der Waffen verkauft gerade, ne? Oder die Anteilseigner der Unternehmen. Das ist auch immer so ein Punkt, wo wir bei den Anreizen sind. Es geht natürlich auch immer Ja. um das Monetäre, um die Erträge Einzelner. Ja, und Naja, man aber weiß ja gut. nicht, wo es hinkommt, nicht? Wenn der Krall rennt durch die Gegend und sagt, na, das ist ja Geldwäsche im großen Stil. Ich muss sagen, er hat wahrscheinlich recht. Das ist wahrscheinlich die größte Geldwäscheoperation, die wir je erlebt haben. Da wird dann immer reguliert, weil dann irgendwie man befürchtet, dass der Sparkassenkunde da irgendwie 3,50 Mark illegitim von einem Konto aufs andere übertragen könnte oder unbesteuert über die Grenzen schmuggelt, was weiß ich. Und da werden dann Hunderte von Milliarden durch die Gegend transportiert. Niemand weiß, wo es hinterher hinkommt und wo die Waffen hinkommen, was weiß ich. Das ist atemberaubend. Ja, teilweise, das ist ja auch mittlerweile nachgewiesen, dass es dann im Darknet landete und so weiter. Also ich möchte aber sehr, sehr positiv noch schließen. Und zwar möchte ich darauf abstellen, dass die Austrians sehr wohl auch mal Einfluss hatten. Eugen Böhm von Barwegg war Finanzminister, Schüler Ka von Karl Menger. Das ist etwas, und der hat natürlich auch sehr darauf geachtet, dass der Haushalt Österreichs damals ausgeglichen war, dass der Staat nicht mehr ausgegeben hat, als er eingenommen hat. Und natürlich die Golddeckung, dass die eingehalten werden sollte. Also diese beiden Aspekte sind da sehr wichtig. Vielleicht gelingt es ja auch jetzt, wenn wir Milei sehen, was auch immer daraus wird, das wollen wir jetzt gar nicht zum Thema machen. Aber vielleicht ist es ja so, dass jetzt die Austrians auch wieder etwas mehr in die Köpfe kommen. Sehen Sie das auch, dass da gerade etwas passiert, auch durch die Bitcoin-Community? Ja, auf jeden Fall. Wobei ich denke, dass welche Erfolge auch immer die Österreicher in der Zukunft erzielen werden, ist nur zum sehr geringen Teil ihrer eigenen Leistungen zuzuschreiben ist, sondern im Wesentlichen auf das Totalversagen aller anderen. Und das war auch in der Vergangenheit schon immer so. Die Leute haben sich dem Liberalismus zugewendet, nicht weil sie ihn gut kannten oder sie erlebten, sondern nachdem sie alles andere probiert hatten mit den peinlichsten Ergebnissen. Das war so 1948 mit Erhard, dass die Leute hatten einfach da die Nase voll nach 12 Jahren Hitler und dann 3 Jahre Nachkriegszeit. Also die konnte man mit Sozialismus nicht mehr hinterm Ofen vorlocken. Ja, die hatten die Nase gestrichen voll von Preisverordnungen und was weiß ich. Und dann haben sie sich halt dem Liberalismus zugewendet. Denn schlimmer konnte es ja auch nicht mehr kommen. Und so war es auch Ende der 70er Jahre in Britain mit der Margaret Thatcher, so war es Anfang der 80er Jahre in den USA mit Ronald Reagan. Es gibt ja linke Theoretiker, die hysterisch da Theorien in die Welt setzen, dass das alles zurückzuführen sei auf die liberale Weltverschwörung. Die Sache ist viel einfacher. Die ganzen sozialistischen, interventionistischen Politiken sind ja da schon zum Teil jahrzehntelang dann ausprobiert worden mit wirklich sehr, sehr unbefriedigenden Ergebnissen, sodass viele Leute einfach nur mit gesundem Menschenverstand gesagt haben, na, also die Lösung kann sicherlich nicht darin liegen, dass wir noch mehr von diesem Mist bringen. Wir müssen jetzt einfach mal die umgekehrte Richtung, mal eine ganze Weile lang. Und so wird es auch bei uns sein. Da haben wir natürlich in der Tat die Chance. Und unsere Chance besteht insbesondere darin, dass sich ja sonst keiner dafür interessiert, wie man eine liberale Gesellschaft gestalten kann, wie man liberale Reformen voranbringen kann. So, und wenn man dann halt eben einigermaßen gut vorbereitet ist und es kommen solche Situationen, die kommen immer wieder, dann kann man in der Tat großen Einfluss ausüben. Ja, starkes Schlusswort aus meiner Sicht. Und Neoliberalismus, das ist ja auch etwas, was so ein bisschen der Begriffsverwirrung auch zuzuschreiben ist. Also das hat, wenn man sich die letzten 20, 30 Jahre ansieht, also da ist nichts freiheitlicher geworden, da ist nichts freier geworden, da wurde immer mehr reguliert. Also das als Neoliberalismus zu beschreiben, das halte ich mal für sehr, sehr fragwürdig. Darüber hinaus, glaube ich, ist es eh immer irgendwann so, dass die Menschen sich den Naturgesetzen irgendwann wieder zuwenden werden.
und dass der gesunde Menschenverstand eben dann wieder zutage kommt, wenn man eben merkt, dass man gegen diese Naturgesetze verstößt. Und ja, die Stärkung der eigenen Urteilskraft. Deswegen haben wir uns hier heute auch getroffen. Ich danke auf jeden Fall Ihnen nochmal für diese wertvollen Ausführungen, für diese gute Stunde, die wir jetzt aufgezeichnet haben. Danke dafür. Und ja, auch da nochmal ein allerletztes Schlusswort von meiner Seite. Absolute Konsumentensouveränität, Wahlfreiheit, ablehnbare Angebote, das ist eigentlich das Leben, das ist das Normale. Und das sieht man bei kleinen Kindern, wenn man denen eben, wenn man da irgendetwas macht, was sie nicht wollen, dann hat man Theater und das ist eigentlich alles gegen die Natur, was da läuft. Das Interventionistische und das eben durch Gewaltandrohung erzwungene Kooperative. Insofern freue ich mich auf ein neues beim nächsten Mal, dann geht es um Ihr Buch. Und liebe Zuschauer, abonnieren Sie diesen Kanal und beschäftigen sich mit diesen Ideen und vom Wert der besseren Ideen. Das ist das, was Ludwig von Mises damals bekannt gemacht hat, den Satz. Und darauf baue ich. Deswegen auf bald. Dankeschön. Danke, Herr Musak.